So, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu FIFA 15. Mein Name ist Franconia. Komm, wir trainieren nochmal die Jungs, die wir auch gestern schon dran hatten. Heute geht's weiter. Hui, Mühl, sehr schön. Heute geht's weiter mit dem VfL Bochum, genau, VfL Bochum. Dann kommt, glaube ich, das Spiel gegen die Förde. Ich habe, glaube ich, gestern gesagt, dass wir erst gegen die Förde spielen oder dass wir heute gegen die Förde spielen. Spielen wir doch nicht ganz, Mann. Spielen wir doch nicht ganz. Wir gucken nochmal auf die Tabelle kurz. VfL Bochum, aktuell 14. Wir sind punktgleich mit Eintracht Braunschweig. Dann gucken wir nochmal. Ich wollte doch mal. Kann ich nicht gucken. Relegationsspiele. Okay. Okay. Wir könnten aber nochmal in die Saison gehen. Andere Ligen, genau. Da wollten wir mal reingucken. Denn da möchte ich da doch nochmal. Kurz gucken, was in der Bundesliga abgeht. Bayern vor Dortmund, okay. Ja, nicht gerade überraschend, sage ich jetzt mal. Und dann Hannover, Berlin und Freiburg. Hamburg leider wieder 15. Ach, du HSV. Mit dir macht noch was mit. So, Spieler verletzt schon wieder. Stimmt, der Mark Reiter hat sich ja im gestrigen Spiel verletzt. Dann geht's gegen die Westvorstadt, Alter. Dann geht es gegen die Westvorstadt. So, Spieler verletzt für 3 Wochen. Okay, Georg Markreiter, wir schauen mal rein. Wir schauen mal rein. Georg Markreiter raus. Ach. Wieso ist Bretschko noch da? Leibold noch verletzt. Sepsi noch verletzt. Lippert könnte man rein tun. Ja, man, den Lippert auch mal rein. Okay. Ansonsten ZDM-Eras, Jäger hätten wir noch in Bettrag, der kommt auch nicht zum Zug Löwen. Wir haben so viel ZDMs, Alter, was geht denn euch ab? Rechtes Mittelfeld haben wir hier Hufnagel, dann könnten wir hier eigentlich auch noch einen Gislason. Edgar Salih, den wollten wir ja sowieso auswechseln für den Timo Werner, weil der dann doch starke Leistung geboten hat. So, rechtes Mittelfeld, Stürmer haben wir in Teuchert halt. Hauen wir mal raus und dafür. Nee, sollte eigentlich dann so passen. Speichern wir ab. Hätte ich gesagt, starten wir gleich. Die Partie gegen den VfL Bochum. Ach, es ist doch halt immer etwas anderes. Es ist halt doch immer wieder etwas anderes beim Club. So, Mannschaften sind soweit, die Mannschaften bzw. die Spieler passen auch, die Aufstellung passt auch. Und wie es aussieht, haben wir heute lecker Schmecker Flachpass Gold. Ui. Nein. Sehr schön. Sehr schön. Ach, so knapp. War aber nicht schlecht. War ganz cool. Finde ich cool, die neuen Dinge. Ja, Masuna, ey. Hatten wir da neigewirkt. So. Bevor wir irgendwas wirken, in Kürze, was ist in Kürze? Was? Was in Kürze? 7. Spieltag, 1. FC Nürnberg gegen den VfL Bochum. Was in Kürze? Muss man jetzt auch nicht kapieren, oder? So, egal, auf geht's. Nürnberg gegen den VfL Bochum. Es kann losgehen. Celozzi. Oh. Vorsicht, Sidney Sam. Sehr geil gemacht. Sally. Sehr schön, Enrico Valentini, der hat ja Monsterplatz. Boah, dann fehlt er hinten. Jetzt gibt's Freistoß für den Club.
Jetzt ist hier aber mal ordentlich Krawall, Freunde. Jetzt ist hier aber mal sowas ordentlich von Krawall. Obacht! 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 Jo, hallo Behrens! Hallo Behrens! Aha. Erste Möglichkeit, 8. Spielminute für den 1. FC Nürnberg. So, Bochum, wir sehen es hier aktuell ja nur, ich sag's mal so vorsichtig, im hinteren Tabellendrittel anzusehen. Ah, Obacht. Soll aber nicht heißen, dass sie da genauso schlecht spielen. Hier aktuell auf dem Tabellenplatz zu sehen. Hier noch ohne Niederlage. Obacht! Vorsicht! Gut geklärt, es gibt Ecke. Vorsicht, sehr schön. So, Möwald. Junge, Möwald, was machst du? So, fuck. Obacht, Vorsicht! Sehr schön, uiuiui, Sebastian Kerk. Ja, Traubessler, Teuchert, Cedric Teuchert, Teuchert, Tor, 1:0, 19. Cedric Teuchert, Tor in Nürnberg, Tor in Nürnberg, 1:0 für den Club. Yes! Treffer für die Klubberer. Es steht 1:0. 19. Spielminute. Sauber gespielt hier nochmal. Zum richtigen Zeitpunkt. Zum richtigen Zeitpunkt. Und Cedric Teuchert. Nichts zu halten dann. Eiskalt. 1:0. Schöne Schusstechnik vom Club. Von Cedric Teuchert. 1:0 für der 1. FC Nürnberg. Yes! Sein zweites Saisontor für den Club. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen, Freunde. Sixtes Kasper Dolberg, ne? Obacht. Sehr schön! Wahnsinn! 2:0! Möwald! Wahnsinn! Wahnsinn! Innerhalb von 4 Minuten macht der Club aus einem 0-0 ein 2:0. Club furios! Was ist denn hier los? Wie schnell? So schnell konnte ich ja selber nicht mal kommentieren. Steht es 2:0 für den 1. FC Nürnberg hier. Zack, zack, bam, bam. Und dann ging es flott, dann ging es rucki-zucki. Alter Verwalter und Möwald, hau die Kugel rein. Das ist, glaube ich, als seine Viertelhütten. Alter Schwede, 2:0 für Nürnberg. Da freut sich Michael Kölner. Und dann klatscht er, wie er auch sonst immer klatscht. 5. Tor, Kevin Möwald, 2:0. Treffer für die Klubberer. Und jetzt ist hier ordentlich Krawall im Haus. Jetzt ist ordentlich Krawall in der Hütten. Vorsicht, Obacht! Sehr schön. So, was machen wir jetzt? Zack. Obacht. Ach, schade, 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 schade. Okay, weiter geht's. Der Teuchert hätte fast die Kugel erwischt sogar.
Valentini, sehr schön. Schöner Seitenwechsel auf Kerk. Ah, da war er dazwischen, da war er dazwischen, da hätte er durchlaufen können, so wurde er aber abgeblockt. Bei FIFA 17 wäre er reingegangen oder wäre er durchgewinnen. Obacht. Ui. Ui. Valentini, Latte! 1 zu 2, Anschlusstreffer, Treffer für Bochum. 34. Minute der Anschlusstreffer aus dem Nichts. Aus dem Nichts machen die ein Tor. Wahnsinn. Dann auch schlecht verteidigt hier, da verliert er erst den ersten Kopfball. Und dann den zweiten, da kommt er gar nicht mal richtig mehr hoch. Natürlich für Bredlo da nichts zu machen, wenn er da am Boden liegt und der köpft da gerade. Ah, okay. Müssen wir uns was überlegen, hat er gemeint. Schade, 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 schade. Jetzt hat er vielleicht wieder die nächste Möglichkeit. Obacht, der VfL Bochum. Aber gut aufgepasst, Lippert. Schade, wieder Fehlpass. Wieder Fehlpass. Everton. Stark von Everton. Der lässt auch nichts anbrennen. Der lässt auch nichts anbrennen. Von dem hörst du auch nie was, ne? Vom Everton irgendwie. Der ist so der ist so unauffällig. Sehr schön durchert. Ja! Ishak, Junge, geh halt hin. Unten, sehr schön. Ah, kommt er nicht hin mehr, kommt er nicht hin. Weiter geht die Post. Was ist jetzt? Irgendwie niemand hat reagiert, man weiß es nicht. Obacht. Vorsicht, Vorsicht! Boah, haben wir Glück, du, haben wir Glück! Nürnberg führt aber noch mit 2 zu 1. Puh, durchatmen jetzt, Freunde, durchatmen jetzt! Schade, gut abgeblockt, gut abge... Boah, das haben sie stark gemacht. Nochmal Flanke, Bredlo hat ihn. Nein, da wäre ich vielleicht durch gewesen. Da wäre er vielleicht durch gewesen. So bleibt es beim 2 zu 1 für den Club. Doppelpack, beziehungsweise Doppelschlag. Von Möwald und Heuchert in der 19. beziehungsweise 23. Dann der Anschlusstreffer in der 34. Ja, das sollten wir eigentlich jetzt hier konzentriert weitermachen. Sollten wir eigentlich schon konzentriert weitermachen. So, erst einmal Fehlpass. Ich habe gesagt, konzentriert hat er gemeint. Obacht, Bredlo. Ausgleich, 49. Wieder zwei Tore kassiert. Bochum 2, Nürnberg 2. Es ist wieder alles offen. Mann, 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 Mann. Freunde, 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 Freunde. Ich kriege aber auch schon pervers viele Dinge rein, ne? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Jetzt pfeift er. Ich glaube Freistoß für den Club. Jetzt pfeift er. So ist es. Freistoß für den ersten FC Nürnberg. Kevin Möwald. Kevin Möwald. Das kann man schon mal selber machen, ne? Hat er gemacht. Kann man schon mal selber machen. Kevin Möwald mit dem Freistoß. Ist aber nichts. Zu schwach, zu schlecht.
Sucht euch was aus. Auf jeden Fall nichts Zählbares dabei rauskommen. Jetzt in der VfL Bochum wird es vielleicht, kommt jetzt nochmal nach vorne, Obacht geben. Sydney Sam, Alter. Den muss der Bredlo haben. Was macht denn der? Nimm ihn halt ganz in die Hand. Ist denn das so schwer, Junge? Ist denn das so schwer? Und dann gibt es einen unnötigen Einwurf für den VfL Bochum und den ersten Wechsel. Robert Tesche kommt, Tim Hoogland geht. So schlechte Mannschaft haben die auch nicht, Bayern und da eigentlich Bochum, ne? Vorsicht, Tor! 3-2! 3-2, Wahnsinn! Bochum dreht die Partie, Nürnberg im Rückstand. Unglaublich, nach nur 2-0 machen die ein 3-2. Und da rennt das durch die Bande durch, Und die mitgereisten Bochumer jubeln. Jubeln, was das Zeug, und haben es wieder geschlafen. Hier, schau mal her. Sali, klar, wie willst du den Kopfball gewinnen, der glänzte. Und dann Bredlo nichts zu machen und Lippert schaut da ganz, ganz schlecht aus, Freunde. Lippert schaut da ganz, 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 ganz schlecht aus. So, nein. Obacht. Obacht. Eieiei, eieiei, kein Abseits! Abseits! Boah, holla die Waldfi, du, yes, na! Oben, nein! Das wäre er gewesen, da wäre er durchgewesen, Pertl jetzt! Vorsicht, Bochum kommt, Obacht! Flanke, die muss er aber haben hier jetzt in der Hand, hier, meine Fresse! Sehr schön, Edgar Sali! Wird er noch abgeblockt, Alter Schwede, ist das wieder eine packende Partie. Eckball jetzt für den ersten FC Nürnberg, Kopfball, kommt leider nicht hin. Nein! Ja, ja, Tor, Ausgleich, Ishak, Mikhail Ishak, 66. 3-3, Wahnsinn, der Spaß geht weiter. Nürnberg macht tatsächlich den Ausgleich wieder. Eieieiei, Junge, holla die Waldfee, du, holla die Waldfee. Ausgleich, sechstes Tor, Mikhail Ishak. 3-3, 6 Buden. Fußballherz, was willst du mehr? Und noch sind noch satte 20 Minuten zu spielen. Der VfL Bochum kommt wieder über Pavlidis. Obacht! Sehr schön. Wahnsinn! Ishak! Holt er noch einen Pfund raus, du! Weck mich doch fett! Holt er noch einen Pfund raus! Was ist jetzt? Jetzt gibt's Freistoß für den ersten FC Nürnberg nochmal! Der Club ist nah dran! So, Freunde der Sonne! Ui! Ja, nochmal! Der Club ist dran, Freunde! Der Club ist dran! Dafür haben wir jetzt einen Hufnagel rein. Der Club ist dran! Lukas Hufnagel kommt! Wahnsinn! Kerr geht! Dunderweiter! Nochmal Kevin Möwald mit der Ecke! Kopfball, nix! Ja! Tor! 4-3! 4-3! Durchhört! 4-3! Unglaublich! Es hat sich abgesehen! 4-3! Treffer für die Klubberer! Wahnsinnspartie! Nürnberg dreht wieder diese Partie! Wie fast für ein verrücktes
nochmal Sully. Und dann hat er die Übersicht. Junge, dann hat er die Übersicht. Und zieht flach nach innen. Und da war der Teuchert. Und macht seine dritte Bude. 4:3. Tor. Ja. Cedric Teuchert. 74. Spielminute, Freunde. Jetzt kommt der letzte Wechsel. Robbie Cruz kommt und Sydney Sam geht. Ade, ade, ade. Junge, 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 Junge. So, wo soll das jetzt noch enden? Wo soll das jetzt noch enden, liebe Fußballfreunde? Obacht abgeblockt. Obacht abgeblockt, hat er gemeint. Wow, alter Schwede. Alter Schwede. So, jetzt kommen die natürlich raus. Sehr schön, Lukas Mühl. Wow, Außenriss. Alter, was war das für ein Pass? So, Riemann hatten. Letzte 10 Minuten laufen in dieser tollen Partie. 4:3 für die Klubberer. Duisburg kommt. Plötzlich noch ein 4:4. Oder kann der Club vielleicht noch ein Kontertor setzen? Man weiß es nicht. Pavlidis kommt jetzt nochmal. Obacht, der ist gut. Posten! Eieiei. Jetzt hat der Konterschuss. Wahnsinn. Gerade der Postenschuss. Und jetzt die Möglichkeit zum 5:3. Wahnsinn. Tor! 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 5:3! 84. Minute! Klasse, konnte erst noch der Pfosten ein paar Sekunden zuvor. Und dann der wahnsinnige Konter von Ishak und von Teuchert. Und Cedric Teuchert macht die zweite Bude. Und der Club gewinnt. Wird jetzt vermutlich, man kann es nicht genau wissen, bei dieser verrückten Partie wird vermutlich diese Partie gewinnen. Wahnsinn! 4:3, Freunde! 5:3, entschuldige, 5:3, was für eine Partie. Holla die Waldfee. Die Partie ist noch längst nicht zu Ende. Wir haben noch satte 5 Minuten. Von mir kann es noch eine halbe Stunde gehen, die Partie. Sehr schön. Ah, leider nichts. Wurde leider nichts, Freunde. Weiter geht's mit dem VfL Bochum. Obacht, die kommen nochmal. Sehr schön. Ui, ui, Vorsicht, Schuss! Gibt's nicht! Das gibt es ja nicht. 88. 5:4. Anschlusstreffer. Ja, gibt's denn hier noch was? Gibt's denn hier noch was? Ich mag nicht sehen. Teuchert, was? Sei dritte Bude. Eieiei, Obacht! Allmächtner! Das gibt es nicht! VfB Bochum, komm nochmal! Eieiei. Ich wollte schon sagen, du. Ich wollte schon sagen. Vorsicht. Spinnst jetzt. Obacht. Uiuiui. Erst einmal weglehrt. 4 Minuten Nachspielzeit. 4 Minuten Nachspielzeit. Oben. Oben. Und da ist Abseits. Dann ist es Abseits. Alter Schwede. Alter Schwede. Dann ist es Abseits. Dann ist es tatsächlich Abseits für den ersten FC Nürnberg. Ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht gemacht. Sehr schön. Oh, ist wieder nichts. Und wieder Abseits. Und wieder Abseits. Und jetzt könnten wir doch auch mal auswechseln hier, ne? Hat er gemeint. Jetzt könnten wir doch noch mal auswechseln, Freunde. Wir bedanken uns bei Cedric Teuchert. Und für Sully noch mal in Timo Werner rein. Ah, Junge, Junge, Junge. Cedric Teuchert, seine 3 Buden. Wahnsinnspartie. Edgar Sully hat sich abgerackert, hat sich auch bemüht. Für die letzten Sekunden kommen noch mal Timo Werner rein. Und Strelak. So pfeift er jetzt ab. Er pfeift ab! Unglaubliche Partie! Nürnberg gewinnt und das ist kein Elfmeterschießen. Mit 5:4.
gegen den MSV Duisburg und Cedric Deuchert bekommt die Kugel mit seinen 3 Toren. Gute Generalprobe vor dem Derby gegen die Westvorstadt. Und die Freunde, die sehen wir dann morgen bei FIFA 18. Cedric Deuchert kriegt die Kugel. Wahnsinnige Partie, der Wahnsinn. 5:4, unglaublich. Ich glaube, ich habe noch nie 4 Tore reingekriegt und dann noch trotzdem gewonnen. Unglaublich, ich habe mal, glaube ich, 4:4 gespielt, aber 5:4. Eine irre Partie in diesem Sinne. Trotzdem, vielen Dank und bis morgen zu FIFA 17. Dann Derby-Zeit gegen die Westvorstadt. Macht's gut, Servusle. Euer Franconia.